Adi Schatz. Adi Schatz. Adi Schatz. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi und der Adventskalender von Kalea, nicht von Keldeo, ne? Wir wollen jetzt erstmal ein Adi sein Türchen aufmachen. Wir haben ja wieder zwei Kalendertürchen für den Adi. Ich glaube, heute ist die Nummer 15 dran. Adi 14 müsste auf sein. Die 15 ist heute dran. Wir machen die 15 auf hier drüben. Holen das Tütchen raus. Lassen Adi mal gucken. Zack. Immer ein beherzter Biss. In die Tüte, sagt uns, das ist gut, das ist geprüft vom Schnüffelstück, ne? Das ist sozusagen, Adi ist der Drogenspürhund und wenn der anschlägt, dann wird die Tüte aufgemacht. Wenn da gar keine Reaktion ist, vielleicht ist genau das aber auch falsch. Deswegen ist der Adi vielleicht immer so auf Plastik und auf Tüten fixiert. Aber das habe ich ja sonst nie gemacht, das mache ich ja dieses Jahr. Weil der sowieso immer alle Tüten, die er findet, anknabbert. Da dachte ich, ist das lustig. Aber vielleicht sollte man das auch wieder lassen. Sonst denkt er, ah, überall wo Plastik ist, ist was für mich drin. Ich riech's ja nicht durch die Tüte durch, ne? So. Machen wir mal den zweiten auf. Den gesponsorten von der Community. Hier ist ja immer Spielzeug drin. Oder auch andere Sachen, so wie das. Yeah. Hühnerherz gefriergetrocknet. Ich glaube, das hat er bisher schon einmal gehabt. Hat dieses ganze pframbige Hühnerherz gegessen und danach hat das wieder direkt rausgebrochen, wo ich ihn gefüttert habe. Dass so eben einmal das erste Tütchen lag, einmal das zweite Tütchen hier und einmal dann das richtige Essen, was er danach sowieso kriegt. Wir geben ihm einfach mal hier jetzt so diese gefriergetrockneten. Hier, guck mal. Ist das gut? Dann nimm das gleich und träg das weg. Das riecht schon richtig komisch. Das sieht auch komisch aus. Das hat eine ganz komische Struktur. Das ist wie gepresste Krümelkacke aus die Feuerwalze. Keine Ahnung. Also, er scheint es zwar erstmal zu mögen, weil er frisst direkt, ne? Aber so richtig gut oder lecker ist das, glaube ich, nicht. Nummer 15 vom Bier-Adventskalender befindet sich hier unten. Wir machen das auf, haben schon einen weißen Deckel mit Wappen drauf und allem drum und dran. Stellen das jetzt mal hier hinten hin. Lass dich nicht hier vom Weg abbringen. Mach mal ruhig weiter. Da sind noch Krümel drin, die kannst du auch noch essen. So, Nummer 15. Brauerei Rittmeier Ballerndorf. Ballerndorf, Hallerndorf, Wallern, Hallern, jetzt steht es natürlich nur einmal da unten und oben nicht nochmal. Das sieht ja komisch aus. Dieses Etikett sagt, ach, dieser Kronkorken sagt euch, guck mal, wir sind weiß, wir sind edel, wir sind richtig genial. Hinten steht bestimmt noch mehr. Brauerei Rittmeier ist eindeutig, sind altes Ritterwappen drauf und hier sind auch Pferde und das ist ja so extrem. Detailliert, so viele Sachen auf einmal und vorne einfach nichts sozusagen. Brautradition seit 1422, Rittmeier 1422 Festbier. Hier ist wieder dieses Logo, das ist wie ein Zirkuszelt mit lauter Gefaxe drum, mit einem Ritter, mit einem Pferd, mit einem Reiter und noch ein Bier zum 600-jährigen Jubiläum der Brauerei Rittmeier. Aber wie heißt der Ort, der hier oben drauf steht? Hinten steht 1422 Festbier. Wir sind sehr stolz, im Jahr 22 unser 600-jähriges Jubiläum feiern zu dürfen. Zu diesem besonderen Anlass haben wir dieses süffige, vollmundige Festbier eingebraut. Das Festbier können Sie das ganze Jubiläumsjahr genießen. Auf die nächsten 600 Jahre Bier vom Rittmeier. Familienbrautradition seit 1422. Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, gebraut und abgefüllt. Brauerei Rittmeier, Hallerndorf. Jetzt haben wir es doch. Hallerndorf mit 5,8%.
Ja, aber was gebe ich jetzt fürs Etikett? Es sieht ja sehr edel aus, es sieht aber auch irgendwie mir viel zu schlicht aus, sieht für mich nicht spritzig, jung und frisch und jugendlich aus, es ist halt eher so, ja, es ist halt eigentlich nix. Kriegt von mir trotzdem aber 2 von 5 Punkten. 2 von 5, es macht einen guten Eindruck, es sieht eigentlich gut aus, ja. Das ist eins, das nimmt man mal in die Hand. Das nimmt man mal in die Hand und guckt sich trotzdem an, was da drauf ist. Ah, die ist gerade auf der Toilette. Das machen wir auch mal auf jetzt hier. Gucken da mal rein, ob da nicht noch was rauskommt. Das sieht gut aus. Füllen das mal ein. Wie findet ihr das Etikett? Spricht euch das an? Würdet ihr das in die Hand nehmen und da genauer drauf schauen? Eigentlich müsste das der Faktor sein, wenn man das Etikett nimmt, also die Flasche nimmt, wegen dem Etikett und genauer nachliest, dann ist das auf jeden Fall ein Blickfang. Dann ist das eine 5 von 5. Wenn man das im Regal sieht und denkt, boah, ich brauche Bier und nicht irgendwie so ein Weingetränkzeug, dann ist das natürlich kein Omen dafür, dass das Etikett aussagekräftig ist. Hier haben wir jetzt die Farbe. Farbe, muss ich sagen, es ist klar. Es ist glasklar. Ich kann komplett durchgucken. Ich sehe mich dahinter nochmal. Und es ist schön kräftig von der Farbe her. Das müsste eigentlich eine 5 von 5 sein. Schaum ist auch da. Wir haben ein bisschen eher die Flasche gerader geneigt, sodass auch ein bisschen Schaum rausfließt. Es riecht schon wieder jetzt nach Pisse. Danke, Adi, dafür, dass du jetzt gerade unten reingemacht hast. Und ja, Farbe 5 von 5, lass mal so stehen. Ist nicht zu hell. Ist aber glasklar, ist kein bisschen trüb, sieht gut aus, macht Bock auf mehr, perlt wie Sau. Das lassen wir so. Geruch. Hat eine recht typische Biernote. Riecht auch nicht so bitter. Riecht wieder so richtiges Brauerei-Feeling, was du da hast, wenn du da durchschnüffelst. Nicht ganz so stark wie bei dem letzten. Ich würde also auf jeden Fall keine 5 geben, aber ich glaube, mehr als 3 können wir schon machen. Riecht angenehm, macht Bock auf mehr. Kriegt von mir 4 von 5 Punkten für den Geruch. Lass mal so, 4 von 5 für den Geruch. Kommen wir natürlich noch zum Geschmack. Original Kalea Beer Tasting. Ich habe gesehen in dem Heft, da könnt ihr eine App auch runterladen. Können auch Punkte sammeln in der App, wenn ihr Biere bewertet. Also alles, was ich hier bewerte, könnte ich auch in der App bewerten, eintragen. Dafür muss man aber immer das Etikett abscreenen und dann dort eine 1 bis 5 Sterne Bewertung machen. Aber auf was gibt man dann 5 Sterne? Bewertet man dann nur den Geschmack, weil das eigentlich das Wichtigste ist? Oder gesamt? Wie mache ich jetzt, wenn der Geschmack richtig räudig ist? 1 und das Etikett 5. Gebt ihr aber eine 3 auf das Bier, dann denken alle, ja, das Bier scheint richtig in Ordnung zu sein, kaufen sich's und dann bäh. Also eigentlich müsste man da wirklich nur nach Geschmack gehen, da sind ja keine Kategorien, nur insgesamt Bewertung für das Bier. Probieren wir jetzt aber. Schmeckt ein bisschen säuerlich, bitzelt schon wieder auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass manchmal, wenn man früh aufsteht, einfach mal der Geschmack ganz anders ist und dieses Bitzeln von irgendwas kommt oder. Aber das habe ich ja nicht immer. Ich stehe ja jeden früh auf. Müsste ich ja früh immer Bitzeln haben. Habe ich aber nicht. Nur bei bestimmten Bieren. Schmeckt auch ein ganz, ganz klein bisschen so nach Eisen. Ich kann es nicht erklären, keine Ahnung. Bisschen nach Eisen, ne? Saures Eisen im Bierglas eingefüllt. Ansonsten habe ich schon Schlimmeres getrunken. Es ist jetzt nicht ganz so extrem herb und bitter, aber das hat so ein bitzelndes Saures, was trotzdem irgendwie unangenehm ist.
man es besser trinken kann als andere, aber es jetzt nicht unbedingt eins ist, was ich gerne trinken würde oder nochmal trinken möchte. Also ja, würde ich jetzt vor 3 trotzdem oder 2. Ich glaube, 2 ist im Vergleich zu den anderen trotzdem ein bisschen streng. Wir geben mal 3. Augen zu und durch ist das trotzdem eher so ein Standardbier, was du dir zwischendurch mal reinzwitschern kannst. Ja, machen wir 3 von 5 für Geschmack. Trinken noch den Rest, würden sagen, das war's von heute. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kennt ihr das Gute? 1422 Festbier, was ihr das ganze Jahr über jetzt trinken könnt, weil das halt gefeiert wird. Und die nächsten 600 Jahre. Ob er das noch erlebt, ich weiß es nicht. Ciao.